Das Schönste vom Projekt Exchange ist, in Kontakt mit jungen Menschen zu kommen und das Gefühl zu haben, wir schenken einander etwas Gutes, dass wir miteinander etwas Gutes lernen. Und diese Gute, ja, wirkt ein bisschen weiter bei irgendjemandem. Das ist auf meiner Seite, das ist wie ein kleines Körnchen zu geben, in einen Topf, ja, und schauen, dass vielleicht ergibt sich was Gutes. Im Fall von Exchange ist, dass junge Leute Kontakt mit der Geschichte eines Migranten kommen. Einheimische sehen Migranten nicht mehr wie Parasiten, Schmarotzen oder sowas ähnliches, ja, sondern wie Menschen, die etwas zwischen den Ohren haben und etwas machen für das Land, dass wir Migranten auch das Land lieben und wir dieses Land ausgesucht haben, weil wir irgendetwas hier gesehen haben. Und andererseits, wir kommen mit einem Traum, mit einer Idee, mit einem Projekt und wir geben etwas zurück. Und für die Migrantenkinder, sie bekommen eine Vision. Sie sagen, aha, meine Eltern kamen aus der Türkei, aus Peru, aus Polen. Und vielleicht haben sie sich so gefühlt wie diese Frau, ja. Aber man kann was weiterbringen, trotz Schwierigkeiten mit der Sprache. Vor allem wir Südländer, wir kämpfen ein bisschen mit dem emotionalen Klima hier, nicht? Also wir gestikulieren mehr, wir sind ein bisschen lauter. Und dann, wenn wir herkommen, denken wir, oh mein Gott, die Leute sind so ernst und die lachen ein bisschen weniger und man kann weniger berühren, spontan sein. Und dann die Migrantenkinder hören und sagen, ah, das höre ich auch zu Hause, aber es ist irgendwie alles zu managen. Also dieses eine Vision geben, einen Weg spüren lassen, das ist für Menschen auch sehr gesund. Ja. Und was ich bekomme, ist die Begeisterung der Kinder, diese Neugier der Kinder. Ich bekomme auch so viele Augenblicke, wo ich merke, wie klug Kinder sind, wie offen Kinder sind, wie viel Potenzial es gibt. Und ich lerne auch, und meine eigene Offenheit und meine eigene Begeisterung zu ernähren. Ja, und dann ist es eine schöne Sache.